Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin der Inhaber von Trigema. Mein Name ist Wolfgang Grupp. Mein Großvater mütterlicherseits hat die Firma gegründet 1919. Ich bin die dritte Generation. LF2I haben wir 2012 gegründet. Das ist jetzt 10 Jahre. Wir haben eigentlich vor lange einfach T-Shirts gedruckt für so Fußballvereine, so alles mögliche. Eigentlich so reiner Dienstleister. Trigema heißt Trikotwarenfabriken Gebrüder Meier. Das war krass so, als ich im Office gesagt habe, meinte ich, ey, wir müssen was mit Trigema machen. Voll viele kannten das gar nicht. Dass die Streetwear-Kollektion auf uns nun zukam, das ist für uns natürlich eine besondere Ehre und spricht natürlich dafür, dass Made in Germany natürlich auch für die Streetwear-Kollektion wesentlich ist und dass auch eine gewisse Qualität Voraussetzung sein muss. Die produzieren ja komplett die Sachen in Deutschland, was eigentlich krank ist. So, weil ein T-Shirt, ein Hoodie zu produzieren, ist so komplex. Der Stoff, wie das zusammengenäht wird, der Druck. Deswegen legen die auch richtig krass viel Wert auf Qualität. Wir machen innovative Produkte und das machen wir auch mit dieser Kollektion. Also ich finde so LF2I und Trigema, da gibt es so manche Sachen, die sind so ultra ähnlich. Und manche Sachen, die sind so krass unterschiedlich. So, aber auch so die unterschiedlichen Sachen, finde ich, so vereinen uns irgendwie. Und ich habe auch das Gefühl, dass so die Unternehmenswerte auch ähnlich sind, weißt du? Wir sind sehr loyal. Wir waren immer korrekt. Wenn wir sagen, das ist der Preis, dann ist das der Preis. Wir wechseln nicht viel unseren Standort, wir bleiben unserer Stadt treu, wir verändern uns nicht, brauchen nicht irgendeine Show aufzulegen. Und das hat uns auch in vielen Dingen überleben lassen. Wir haben einfach Bock, ein Unternehmen aufzubauen. Mit harten Zeiten, mit schönen Zeiten. Und das macht Spaß. Und dann dürfen wir auch gemeinsam von Erfolg sprechen. Das ist so eine Leidenschaft, die man so teilt.